Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Valentinstagsidee machen, beziehungsweise ihr könnt es auch einfach als Goodie für einen Gast, für eine Hochzeit, für eine Feier machen. Ihr könnt es ein bisschen umgestalten, anderen Text drauf machen. Jedenfalls ist es eine ganz süße kleine Idee und ich hoffe, ihr seid heute dabei. Vorher, bevor ich starte, also wir machen heute so ein kleines Herz zusammen, das kann man dann so hinstellen. Und kann das quasi auch mit einer Süßigkeit befüllen, also zum Beispiel so eine kleine Schoki-Pasta ganz gut rein und man kann es trotzdem noch hinstellen. Und der Gast sieht es dann sozusagen so, wenn er an den Tisch kommt. Und das ist so ein bisschen Vintage angehaucht, ganz einfach gemacht und geht wirklich schnell. Also man kann es super als Gäste-Goodie machen. Oder man macht es eben als kleine Valentinstagsidee für seinen Lieben, für seine Lieben. Und ja, legt es an einen kleinen Ort, aufs Nachttischkästchen oder auf den Tisch oder wie auch immer. Also ist ganz einfach und ganz süß gemacht. Und dazu gibt es demnächst auch noch eine Anleitung für eine Vintage-Karte, passend zum Thema. Jetzt nicht unbedingt valentinstagsmäßig, sondern vielleicht einfach eine Vintage-Karte. Die zeige ich euch dann aber in einem der nächsten Videos. Falls es schon online ist, blende ich es euch jetzt hier oben unter dem weißen i ein. Und auf die Idee gekommen bin ich durch ein Herzchen, das ich bekommen habe von meiner Mama. Die hat das Ganze entwickelt. Ich muss schon ein bisschen auseinandernehmen, dass ich quasi genau das so nachmachen kann, wie sie das gemacht hat. Ich finde, das ist eine super Idee und das halt jetzt mal mit Probepapier gemacht, aber ganz süß und halt viel größer. Also ihr könnt es natürlich von der Größe auch anpassen, ganz klar. Ich mache es jetzt aber in dieser kleinen Größe, weil ich finde, das ist einfach eine coole, witzige, nette Größe zum Hinstellen eben. Und wie gesagt, wir haben Stanzen dazu, dann ist das ganz rucki-zucki erledigt, sozusagen. Wenn man viele machen muss, ist man da immer ganz froh. An Papier braucht ihr nur Savanne. Und Vanille pur, das wäre die Bestellnummer für Vanille pur. Savanne blende ich euch ein. Habe ich gerade meine Hülle nicht da. Und von den Maßen her braucht ihr einfach so ein bisschen Restpapier in Savanne, so Reststreifen. Und von dem Vanille pur Stück brauchen wir ein Stück, das 3 cm mal 7,4 cm groß ist. Oder ein bisschen kleiner, also 6 cm müssten auch gehen. Und gefalzt ist die 3 cm Seite bei 1 und 2 cm. Und die andere Seite in der Mitte. Ich zeige euch das jetzt aber, wir machen das zusammen. Ich habe jetzt nur gerade meinen alten Papierschneider hier, der andere ist noch oben. Und schneide mir jetzt einfach ein Stück zurecht in 3 cm mal. Mal gucken, wie viel das hat. 3 cm mal, ich mache jetzt mal 6 cm, dann können wir das gleich mal testen. Also falze ich mir das jetzt einmal bei 3 cm an der langen Seite, also in der Mitte. Und an dieser kurzen Seite falze ich mir das bei 1 cm. Das lege ich mir hier bei 1 cm an. Und bei 2 cm. Dann hat man hier so eine, ich hoffe, man kann es erkennen in der Kamera. Ja, jetzt sieht man die Falzlinien, so sieht das Ganze dann aus. Und ich habe das Ganze eben auch in 7,4 cm gemacht. Also man sieht, das ist von der Größe ein bisschen unterschiedlich. Müsste aber beides funktionieren. Ich probiere es jetzt eben mit diesem kleineren Maß und dann könnt ihr schauen, was euch lieber ist. Und ich mache das so, dass ich mir hier einfach so eine kleine Ecke rausschneide. Ich halte euch das gleich mal in die Kamera, damit ihr genau seht, wo das ist. Also ich schneide mir hier quasi diese Falzung hier, diese hier in der Mitte, die schneide ich mir so ein bisschen raus. Genau so. Dann sieht das Ganze so aus. Und das ist sozusagen schon unsere Verbindung zu diesem Herz. Wenn ihr jetzt was Dickeres einpacken wollt, könnt ihr diesen Mittelteil natürlich auch dicker und breiter machen. Das liegt eben bei euch, wie groß ihr das Herz machen wollt. Ich fand, für diese kleinen Herzen ist jetzt das von der Breite her ganz süß. Und dann schnappe ich mir die Stanzen, die Herzstanzen. Wir haben da ja so ein Set, das ist diese Bestellnummer. Und das sind diese Stanzen einmal als normales Herz und einmal mit so einer Wellenkante außenrum. Und die stanze ich mir aus. Ich schnapp mir da jetzt auch noch mal ein Reststück in Vanille pur. Mal gucken, ob das reicht. Genau. Also wir brauchen 2 von dem Vanille pur.
zwei Herzen von dieser Wellenkante und dann mache ich mir noch zwei aus Savanne. Und ich habe jetzt hier schon ein Papier, wo ein bisschen was drauf gestempelt ist, aber das kann man natürlich auch im Nachhinein machen. Also ich stanze mir das jetzt zwar so aus mit dem, aber wir stempeln da gleich noch was drauf. Oder ihr macht es eben so, dass ihr vorher drauf stempelt, wie es euch eben lieber ist. Genau. Das sind mir diese drei Teile und dann würde ich sagen, stempeln wir gleich mal los. Ich benutze ein ganz neues Set, das finde ich wunderschön. Das sind diese romantischen Ranunkeln. Da gibt es das Stempelset und die passenden Stanzformen dazu. Die Bestellnummer blende ich euch ein. Ihr könntet das auch nur mit dem Stempelset machen, wenn ihr die Stanzformen nicht habt. Dann müsstet ihr euch diese Ranunkel dann eben ausschneiden. Aber hier benutze ich eigentlich alles draus und zwar einmal diesen Stempel, die Ranunkel natürlich, den Spruch. Könnt ihr wählen, wie ihr wollt, dieses Papier, dieser Brief oder was auch immer, habe ich als Hintergrund. Ihr könnt natürlich auch Danke, dass du für mich da bist oder nur für dich nehmen, je nachdem, was ihr für einen Anlass habt oder wenn ihr es für eine Hochzeit macht, natürlich herzlich willkommen oder für dich oder sowas. Und genau, die Sachen, die nehme ich jetzt einfach mal und stempeln tue ich das Ganze in Savanne. Das hat diese Bestellnummer. Ich nehme mir noch ein bisschen eine Unterlage und diesen einen Stempel, also diesen Poststempel, den stempel ich mir jetzt noch mal so ein bisschen auf das Herz. Ruhig mal den ersten und mal den zweiten Abdruck. So richtig sehen tut man das nachher nicht mehr, aber wenn ein bisschen was drauf ist, ist es ganz nett. Zumindest auf der Rückseite sieht man es dann vielleicht noch ein bisschen eher. Auf der Vorderseite kommt es nicht ganz so zur Geltung. Und wie gesagt, da habe ich diesen Schriftstempel jetzt schon mal drauf. Wenn ihr den auch nehmen wollt, den habe ich einfach den zweiten Abdruck genommen, dass der so ein bisschen heller ist. Und dann brauche ich natürlich noch meine Ranunkel. Und da habe ich es mir jetzt gedacht, könnte ich auch die Farbe auswählen. Ich nehme jetzt noch Espresso. Das fand ich da eigentlich ganz schön, wenn das noch so ein bisschen dunkler ist. Und stempel mir das mit Espresso mal auf. Wirklich ein ganz, ganz schöner Stempelabdruck. Seht ihr das, wie fein und zart der ist? Und das Danke, dass du für mich da bist, das benutze ich auch noch als Stempel und das mache ich vielleicht. Ich mache das auch in Espresso. Da habe ich hier noch so ein kleines Reststück. Genau. Und das war's schon an Stempeln. Das Danke, dass du für mich da bist, das schneide ich mir jetzt einfach mit der Schere kurz aus. Beziehungsweise habe ich mir sogar schon hergerichtet. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorgearbeitet. Also einfach mit der Schere mit so einem kleinen Rand ausschneiden. Ich zeige euch das mal so ganz kurz, aber ich glaube, das ist ziemlich klar, was ich da meine. So schneide ich mir das jetzt einfach einmal außenrum aus. Und ausgestanzt habe ich meine Blüte auch schon. Da passt nämlich einfach aus den Stanzformen das Ranunkel-Element genau außenrum. Einmal durch die Stanzmaschine jagen und schon habt ihr hier eine richtig schöne Blüte. Genau. Und was ich jetzt hier noch gemacht habe, das könnt ihr machen, das müsst ihr aber nicht. Ich habe es natürlich noch ein bisschen koloriert. Finde ich jetzt eigentlich ganz schön, vor allem zum Valentinstag oder auch für eine Hochzeit, wenn das ein bisschen farbig ist. Und da habe ich einfach die Aquarellstifte benutzt. Ich habe jetzt hier Melon Mambo. Ich glaube, das sind lauter ältere Farben, so was Grünes, was Rosanes. Habe ich das einfach ein bisschen koloriert. Müsst ihr nicht machen. Ich würde es jetzt heute im Video mal nicht machen, weil ich nämlich die passende Karte dann auch nicht koloriere. Also ich habe da zwei verschiedene Varianten, das zeige ich euch dann in dem nächsten Video. Aber wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das einfach ein bisschen anmalen. Und da fand ich es eben ganz schön, dass man zwei verschiedene Grüntöne benutzt und zwei verschiedene Rottöne, dass das einfach noch so ein bisschen anders rauskommt. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich meine Blüte so ein bisschen geknickt habe, sie noch so ein bisschen Form bekommt. Und dann kann man nämlich schon ans Zusammenbauen gehen. Oder ist das zu schlicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das nicht auch zu schlicht ist, wenn ich es nicht anmale. Egal, ich male es an. Bin ja dann schnell umentschlossen, gell? So,
Und zwar habe ich das einfach so gemacht. Also auch gar nicht mit viel großem Können, muss ich zugeben. Also ihr könnt dann natürlich auch Holzstifte nehmen. Dass ich einfach ein bisschen die Aquarellstifte so ineinander koloriere, ineinander ausmale. Ich habe jetzt auch nur diese beiden Blüten angemalt. Ich nehme euch mal noch ein bisschen näher hin, dass ihr besser seht, weil ich die obere dann abschneide, sonst ist es mir fast ein bisschen zu groß. Und eben dieses Oliv und dieses Gartengrün habe ich jetzt hier für die Stängel und für die Blätter benutzt. Das finde ich, gerade dieses Gartengrün hier. Ne, das ist die Olive. Genau, das ist Olivgrün. Das passt so irgendwie total gut zum Vintage-Thema. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr koloriert in der Farbe und das zweite Grün dann einfach so ein bisschen nur dezent da reingebaut. Aber ich finde, es ist ein wunderschönes Stempelset und ganz toll für Vintage-Karten geeignet. Und da mache ich auch gar nicht so viel. Also ihr seht es vielleicht. Das ist jetzt nicht perfekt ausgemalt, sondern einfach so. Ja, einfach so ein bisschen dezent. Okay, jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen raus. Und wie gesagt, dann schneide ich mir hier oben einfach diese zweite Blüte ab. Das fällt dann gar nicht mehr so richtig auf. Also das kann man schon so machen, dass das nicht auf den ersten Blick auffällt, dass da noch was war. Und zumal, wenn man das eben jetzt ein bisschen knickt, kriegt das ja alles noch so ein bisschen Form und dann sieht es richtig süß aus. Richtig cool. Mir gefällt das total gut. Okay, und dann können wir eigentlich schon ans Zusammenbauen gehen. Also ich knicke mir jetzt einfach meine Falzlinien so nach und habe dann hier quasi das Grundgestell für mein Herzchen, das ich dann so einem V zusammenbauen kann eigentlich. Und da klebe ich mir jetzt auf die Außenseiten einfach ein bisschen Kleber. Und dafür benutze ich jetzt das doppelseitige Klebeband und mache mir das einfach hier so auf diese äußeren beiden Falzbereiche. Zeige ich euch gleich, weil es jetzt weiß auf weiß geht, das sieht man so ein bisschen schlecht. Also auf diese vier äußeren Bereiche habe ich jetzt das Klebeband gemacht und das kann ich eigentlich auch gleich abziehen. Diese Schutzfolie, die da drauf ist. Aber ich lege es mir noch kurz auf die Seite, weil ich klebe mir zuerst noch meine Herzen zusammen. Und das mache ich jetzt einfach mit ein bisschen Flüssigkleber, dass ich mir einfach meine beiden savannefarbenen Herzen auf die vanillepurfarbenen Herzen klebt. Und wenn ihr das mit Flüssigkleber macht, dann könnt ihr noch ein bisschen schieben, dass ihr einen schönen gleichmäßigen Rand außenrum habt. Das ist eigentlich immer ganz schön. Rucki-zucki. Und dann nehme ich mir jetzt eben meine V-Form, sage ich jetzt, also mein Innenteil. Und dann lege ich mir das einfach so hier hin, meine Rückseite, biege mir das hier zu meinem V und klebe mir das dann, ich zeige euch das gleich nach, auch wirklich wie ein V hier drauf. Und zwar so weit runter hier unten, wie es geht. Und so, dass es an der Seite möglichst nicht rausschaut. Hoppala, jetzt ist es wieder weggegangen, mache ich es nochmal hin. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel in der Hand gehabt jetzt. Also so habe ich mir das jetzt hier drauf geklebt. Und die zweite Seite, diese Vorderseite, die nehme ich einfach genauso oben drüber. So, ihr könnt jetzt immer noch die Seite wechseln. Wenn ihr sagt, ach, das wollte ich eigentlich hinten haben, dann
könnt ihr das immer noch drehen. Und jetzt könnt ihr auch überlegen, möchte ich das dann so hinstellen, das Herz, dass es so steht vor einem oder so. Also ich stelle es jetzt mal so hin, ich zeige es euch mal so, dass man so die Draufsicht hat oder dass man eben so die Draufsicht hat. Ich mache es jetzt wieder so wie vorher bei meinem Original und klebe mir jetzt da hinten dann einfach noch ein bisschen Dimensionals. Da schneide ich mir an der Seite einfach so ein kleines Stück runter, ein bisschen die Randstücke nehmen. Und klebe mir das jetzt einmal so ein bisschen unter meine Blüte. Setze mir meine Blüte da auf. Da achte ich nur darauf, dass ich den Stängel an der Seite rausschauen lasse. Nicht, dass der nach unten zeigt und dass es dann nicht mehr so schön steht. Und meinen kleinen Spruch, den setze ich auch nochmal mit dem Dimensional einfach oben drüber. Da kann man eigentlich auch so ein kleines Stück nehmen, das reicht. Und setze mir den dann noch auf meine Blüte drauf. Und so habe ich in total schneller Geschwindigkeit ein kleines Gästegoodie, das total süß ausschaut, wie ich finde. Ich finde, das ist wirklich ganz, ganz nett und ganz zauberhaft und wie gesagt, wirklich schnell gemacht. Ja, mir gefällt's. Also hinten seht ihr, habt ihr noch ein bisschen was drauf gestempelt und vorne eben diese Blüte. Und dann könnt ihr da eben, wie gesagt, was reinbauen. Eine kleine Schoki oder kleine Gummibärchen gehen bestimmt auch. Und könnt es dann als kleines Gastgeschenk auf den Tisch stellen. Und wie gesagt, wenn ihr es lieber größer haben wollt, weil ihr was Größeres unterbringen wollt, dann macht ihr das einfach alles ein bisschen größer, könnt auch diese Breite variieren und dann habt ihr auch noch das Ganze vielleicht auch mal als so großes Kerz oder so. Das könnt ihr natürlich dann genauso umgestalten, wie das für euch passt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues und schaut auch gerne bei meiner passenden Karte dazu in, ich glaube, dem übernächsten Video vorbei. Bis dann. Tschüss.